Also legen wir los mit ein wenig PGR4. Schönes Ding. Ja, wir haben zum einen die Gotham-Karriere, zum anderen Arcade-Modus. Arcade-Modus haben wir gerade kurz reingeschaut. Schauen wir mal in die Gotham-Karriere. Okay, ich habe gerade einen Stift gesucht und keinen gefunden. Okay, jetzt weiß ich, wo einer ist. Egal. Ja, also normal, Hardcore. Ich nehme mal normal erstmal. Und wir springen direkt zum ersten Rennen. Wobei, meine Garagen. Ist auch so schön im Plural, meine Garagen. Schön. Ja, also man sieht so ein bisschen vielleicht die Auflösung. Das Spiel ist von 2008, also... die Auflösung jetzt... Nicht mehr die höchste, wobei ich sagen muss, die Fahrzeugmodelle, die sehen eigentlich noch recht ordentlich aus. Aber man merkt schon so ein bisschen, okay, einerseits hat es keine Open World, die es benötigt, und zum anderen ist es halt 2 Jahre jünger als zum Beispiel Test Drive Unlimited. Aber das Alter siehst du im Spiel natürlich irgendwo schon an, wobei es echt noch schick ist. Also ich würde nicht sagen, hässlich oder so. Ja. Und du hast halt diesen coolen Modus, wo du halt durch die Räume gehen kannst und dir die Autos so anschauen kannst. Ist halt Project Gotham Racing 2 richtig krass gewesen, wie viel du an Umfang hattest, was du dir alles angucken konntest. Das ist hier wahrscheinlich ähnlich krass gelöst. So, gerade haben wir das Motorrad getestet. Ich würde einfach mal sagen, okay, Kudos. Das ist die Währung im Spiel übrigens. Du sammelst Kudos, weil du coole Sachen machst. Also könnte man es eigentlich auch Kuldos nennen, aber schlechte Wortwitze sind ja heutzutage nicht mehr erwünscht. Ja, und ich würde sagen, wir fahren die Liste einfach mal so ein bisschen ab, was die Autos angeht. Ja, und die Fahrphysik bei PGR4 mit dem Motorrad war sie gerade ganz cool. Mal, wie es hier ist. Ach, ich muss nochmal das manuelle Getriebe einrichten. Da war slightly oversteery. Das Automodell an sich sieht echt geil aus, aber wenn ich es zum Beispiel mit Test Drive vergleiche, gut, das lief ja auch auf dem PC, aber da war die Weitsicht zum Beispiel deutlich angenehmer. Was du bei PGR auch machen kannst, ist, du kannst immer so ganz leicht erst links gegen die Wand dotzen, ehe du eine Kurve fährst. Und dann kriegst du einen geileren Spin rein. Nette Kurve. Schönes Ding. Bin ich noch erkältet? Wie bitte? Wann war ich denn erkältet? Also mit dieser nerventötenden Musik würde die Präsentation wahrscheinlich jetzt ein bisschen gehypter sein. Aber ja, wäre trotzdem ein bisschen anstrengend, glaube ich, auf Dauer. Ihr Rang 72. Ah. Okay, wenn wir die 3 Rennen gewinnen, schalten wir auf jeden Fall das nächste Auto schon frei. Ehre. Kann ich es vielleicht direkt hier machen? Optionen, Fahrhilfen. Ah, Schaltung, Hand. Karte. Vollständig. Okay. Ah, dann muss ich speichern oder? Ja, ich muss A drücken. Okay, mit Y schalte ich hoch. Okay.
in jedem Spiel ein bisschen anders gelöst. In Forza ist es B und X. Hier ist es Y und X. Im Test Drive gerade war es X und A. Zum Beispiel jetzt halt echt ein Spiel, das könnte von so einer Optimierung für Xbox One X echt krass profitieren. Wenn du hier halt einfach die Auflösung hochschraubst, dann wäre das halt optisch nochmal deutlich geiler. Ah, es ist so smooth, das Spiel. Pop Slide. Wand berührst, dann verlierst du deine Kudos wieder schnell. Hey, dritte Runde, da muss ich vorbei. Stimmt, der Sound ist geil. Ehre. Boah, Alter, geiles Ding. Ey, also was sowas angeht, ordentlich. Sound ist richtig gut. Wie gesagt, Fahrphysik bin ich auch überzeugt von. Mich würde es interessieren, ob es 30 oder 60 Bilder sind, aber es ist halt schön smooth und fluffig. Also, um es aufzuklären, nee, ich war letztens nicht krank. Leicht hast du was anderes gelesen, aber... ich war auf jeden Fall nicht krank. Henno wäre stolz, ja. Alla! Ja, schönes Ding! Rein geht's in die letzte Etappe. Die 360 macht maximal 30 FPS. Bei dem Spiel jetzt oder allgemein? Weil allgemein stimmt es nicht. Da kann die 360 auf jeden Fall auf 60 Bilder pro Sekunde darstellen. Fliegender Start. 10 Kontrollpunkte und streichen die maximale Platzierungskudos ein. Let's go! Geiles Game, absolut. Sieht halt so aus wie die Erinnerung an Project Gotham Racing 2 zum Beispiel. Das habe ich damals sehr, sehr ausführlich gespielt. PGR 4 nicht ganz so viel. Aber trotzdem weiß ich halt um die Qualitäten der Serie und die Fahrphysik zum Beispiel ist echt angenehm. Das, was ich unter Arcade verstehe, weißt du? Schön vereinfachte Steuerung. Kommst ins Driften, wenn du deutlich zu schnell in die Kurve gehst, aber kein gefaktes Hey, du lenkst ein und das Auto steht quer. Verabschiede dich von deinen Reifen, so in der Realität zumindest wäre das der Fall. Bleibende Zeit, halbe Minute. Let's go! Ich habe vorhin davon ja gesprochen, dass ich, oh boy, aktuell sehr viel Harry Potter gucke. Ich habe jetzt die ersten 4 Filme gesehen. Ich finde es immer wieder geil. Also Harry Potter ist eine coole Serie, wie ich finde. Oh Gott, also coole Filmreihe.
Wann hat es gerade angefangen zu regnen oder regnet es schon die ganze Zeit? Na klar, die Kurvenführung kenne ich noch nicht. Aber die Menü-Soundeffekte, was ist das? Also für das spätere VOD werde ich eh den Sound komprimieren nochmal. Aber was soll das denn? Wie laut das ist. Ja, aber wie gesagt, Harry Potter finde ich nice. Ich hab mega Spaß dran. Und ich gucke mir jeden Tag so die Hälfte von einem Film an. Das ist cool. Das Krasse ist halt, bei Harry Potter habe ich sowohl alle Bücher als auch alle Filme. Gut, die gibt es aktuell bei Amazon Prime, deswegen gucke ich mir die da an. Ach, das zählt jetzt alles für die World Tour. Das ist geil. Oder war das eine Meisterschaft? Wait. Ah, wie komme ich auf 25 Punkte dann? Keine Ahnung. Aber das finde ich halt geil, dass du bei, bei Harry Potter, da war ich beim Erzählen. Bei Meisterschaften finde ich zum einen geil, ja. Aber, Ranking. Platz 68, sehr geil. Wie viel hat Platz 1? Oh ja, Profi, da kannst du aufsteigen. Teufelskerl. Die Kategorien, wie die benannt wurden. Und Meister, 674 Punkte. Brauche ich noch ein bisschen was. 20 Kudos. PGR-Shop. Winzige Strecken. DeLorean, 2 Lotus, Panval GPR und der Mini Cooper. Plus ein Motorrad noch. Ansonsten ein Fahrzeugpaket, was ich wählen könnte. Okay, also du kannst dir Fahrzeugpakete holen. Ich würde sagen, wir sparen noch mal ein bisschen, was diese ganzen Fahrzeugpakete angeht. Was für ein Rennen haben wir hier? Nippon Open Championship. Da haben wir eh noch ein paar Autos, ja? Den Lancia haben wir. Motorrad fahren wir mal, komm. Ah, hier. Best of British, US Muscle Cars, Einladung, Chevy. Chevy ist halt geil, ne? Weil, hast zum Beispiel die Corvette hier. Den Miura hast du auch. Das ist auch gut. Klar. Ey, gibt halt mega geile Autos hier. Das muss man auch nochmal dazu sagen. Es gibt einige sehr, sehr coole Autos. Nehmen wir das Motorrad, komm. Ich gucke Harry Potter auf Deutsch. Auch wenn es echt teilweise anstrengend ist, weil wenn du die Filme mit so kurzen Abständen guckst, dann fällt dir schon auf, dass die teilweise von einem zum anderen Film halt einfach ganz andere Sprecher genommen haben für manche. Auf jeden Fall höher drehen.
Alter, ey. Puh. Das waren 51 Meter Wheelie. Bumble, deine letzte Nachricht kann ich doch nicht so richtig deuten. Ach so, Hermione. Ja, okay. Ich habe kurz an Germany gedacht. Ach ja, sehr gut. Hermione! Ja. Sehr, sehr geil. Es gibt aber auch andere Modi noch. Also gerade eben hatten wir ja das Checkpoint-Rennen. Jetzt haben wir wieder ein Straßenrennen. Vielleicht haben wir beim dritten dann was anderes. Denn es gibt noch unter anderem sowas wie Slalom. Ich weiß nicht, ob es auch bei PGR 4 der Fall war. Aber bei PGR 2 gab es auf jeden Fall Slalomrennen. Die fand ich geil. Weil da geht es auch ums Kudos sammeln. Aber viel schneller durch, als ich dachte. Boah. Und vielen Dank, Bank 7. Haut einen Prime Sub raus. Merci, mein Lieber. Oh. Oh, nee. Nein. So viel zum Thema Schwierigkeitsgrad hochdrehen. Ja, wenn ich sich vollkommen versemmel, dann nicht halt so stark, aber ist natürlich halt gefährlich, ne, gegen die anderen Fahrzeuge mit dem Motorrad. Jawohl. Alter. Nein, ich knapp den Scheitel erwischt. Der Drift in der letzten Kurve, den finde ich immer geil. Win! Hart gepuntet worden, ja genau. Please no Punterino. Ja geil. Weiter so. Hauptsache sich selbst motivieren. Gutes Ding. So, letzte Etappe. Ausscheidung. Okay. Nach jeder Runde scheidet einer aus. Puh. Ranglistenpunkte 25. Okay. Also man holt sich bei jeder Meisterschaft quasi Punkte für die Gesamtwertung. Versucht mehr Kudos zu bekommen, aber ja. Mit
die Kurve. Ich habe ein Doppelüberholmanöver in der Kurve geschafft, Mann. Stimmt, Ausscheidung. Simon Schmidt, er ist zu neutral geblieben. Hier geht's quasi mal richtig schön geradeaus. Oh Gott, und ich krieg's nicht hin. Ja, die Sticks sind aber auch so abgeknubbelt mittlerweile. Man sieht nicht mal mehr die vier Noppen, die deinen Daumen im Stick halten sollen. Genau der Befehl, Bambi. Party Mäkler. Schönes Ding. Ja. Easy. Jetzt machen wir den Schwierigkeitsgrad hoch. ...21.000 Kudos bekommen. Ja, wie gesagt, Kudos ist halt die Währung, mit der du dir dann gewisse Sachen freischaltest. Finde ich halt immer cool, weil es schön kleine Sachen kaufen. Und ja, die Währung verdienst du dann mitten im Rennen. Oh, wir sind kurz davor, als nicht mal als Amateur zu gelten. Aber nicht mehr beim nächsten Event, glaube ich, weil kostet ja ordentlich, ne? Zwei Ferraris plus ein Lamborghini plus ein Lancia plus ein Dings. Mache ich halt nicht gerne. Also ich könnte da jetzt auf die Details klicken, aber ich mache das meistens, what? Okay, Jaguar D-Type. Machen wir. Klar. Oh, das ist es. Pylonenangriff. Treffen Sie eine vorgegebene Anzahl an Pylonen. Okay, das ist das, das ist nicht der Slalom. Das ist quasi das genaue Gegenteil vom Slalom. Genau das, was man in der Realität auch erwarten würde. Hier hast du ein historisches Auto, aber Pylonen damit weg. Alter Falter. Geiles Teil. Der klang ein bisschen von außen leicht zu Computer generiert, aber von innen klang der geil. Na gut, viel Kudos hat's nicht gegeben. Schwierigkeitsgrad. Hardcore. Ab geht's. Nächstes Rennen. Und was fahren wir? Shanghai. Okay. Oh, den D-Type habe ich so geschenkt bekommen. Danke. Okay, beschleunigen 3. Top Speed. Ich glaube, bei niedrigen Klassen ist vor allem Beschleunigung und Top Speed wichtig. Da ist das Motorrad natürlich sehr stark. Der Bike ist aber auch zum Beispiel sehr stark. Der hat aber auch viel Driften. Das Motorrad ist ganz gut hier. Boah, der hat Beschleunigung 6. Was? 4 und 5 hat er. Ey, weißt du was? Ich teste den jetzt mal aus. Komm. Kaufen. Für 20.000. Holen wir uns das Pack einfach mal. Die Dark Gamer.
Warum sollten die wütend sein, wenn du deine Xbox auspackst? Höchstens, wenn du das sehr laut machst, dann wäre es problematisch. Die Grafik erinnert mich an die Bilder von der Fahrschul-App für meinen A1. Hey! So furchtbar sieht's auch nicht aus. Oh, überholen! Möglichst viele Autos überholen, oder? Oh! Geht halt echt richtig schnell. Kurz nach links oben, um die Restzeit zu sehen. Kein nerventötendes Piepen. Yes, baby. Aber der Sound buggt bei dem ein bisschen rum. Und moin, Fivo. Hat auch schon Nostalgie-Flash. Ja, nee, Tintop ist auf jeden Fall vom Auto. Das knarzt ein wenig hin und wieder. Ein Was-Rennen ist das? Ein Voll... Achso, die Strecke heißt Volksrennen. Okay. Wie die Beschleunigung hier jetzt ist. Du alte Mistsau. Das ist eine Strecke, bei der brauchst du Topspeed. Topspeed doch ein bisschen wichtiger als Beschleunigung. Nur das auf vereinzelten Strecken halt. Bei höheren Geschwindigkeiten geht er halt kaum noch. Auto is too lame, Mom. This is too lame. Apologize. Heieiei. Schwierig. Ja. Schade. Aber gut, man kriegt halt nicht immer die vollen Meisterschaftspunkte, ne? Ja, und so wird's mal spannend. Jetzt bin ich nämlich Dritter und wenn ich das Rennen gewinne und ein bisschen mehr Kudos-Punkte sammle als der aktuelle Erstplatzierte, dann, und der Zweitplatzierte logischerweise,
dann kann es wieder was werden. Mal gucken. Ja, bei so einem Audio-Knarzen, da sollte man nie Bescheid sagen, sondern immer nachträglich sagen, ja, nee, nee, das war nur ein Knarzen vom Spiel. Waren die Windschattenrennen nicht in GT4? Die Missionen? Ah ja, Zeitfahren jetzt. Immerhin fahre ich jetzt nicht gegen die anderen Fahrer, sondern gegen die Zeit. Das deprimiert weniger. Sekunden Rückstand. Holy Macaroni, ey. Okay, Runde 1 beendet. Runde 2 geht gleich los. Jetzt habe ich einen knappen Vorsprung. Immer das passiert gerade, weil eigentlich habe ich ja auf so Strecken keine Chance, oder? Ja, bis jetzt sieht es auch nicht so gut gegen Edward Wong im ersten Sektor aus. Erwartungsgemäß. Ich glaube halt, hier ist doch weniger die Beschleunigung wichtig, sondern eher die Topspeed. Weil du relativ schnell in die Region kommst, wo die Beschleunigung halt weniger greift als die Beschleunigung bei hohen Geschwindigkeiten. Und das ist ja eher der Faktor Topspeed. Oder der Faktor Topspeed verstärkt das ja dann. So, schönes Ding. Das gewinnen wir. Ich habe kaum, oder? Oh, stimmt. Oh, schnellste Runde. Das könnte das entscheidende Kudos gewesen sein. Komm schon. Okay, das wird jetzt spannend. 4.900. Wo hat der 900 Kudos gesammelt? Beim Fahren. Na gut, dann bin ich halt Zweiter in der Meisterschaft. Auch gut. 20 Punkte. Läuft. Moin Rockenbach. Für was genau? Das ist eine gute Frage direkt zum Einstieg. Komme ich zu spät? Also, falls du zum Streamstart da sein wolltest, dann 5 Stunden 20 Minuten, ja. Aber, falls du zu Project Gotham Racing 4 da sein wolltest, nicht so viel zu spät, nö. Qualifikation für was? Sie haben nicht gut genug abgeschlossen, um automatisch für das Major-Zeitrennen Asien qualifiziert zu sein. Sie müssen die Qualifikationszeit schlagen, um an dem Turnier teilnehmen zu dürfen. Okay. Ja, lol. Der Punkt, an dem ich das BMW-Pack kaufte. Oh, 9 in Grip, ey. Ich meine, die Viper hat mehr in Driften, aber Driften ist jetzt nicht unbedingt ein guter Wert. Alter, was hat die denn eigentlich alles? Ja, die hat wenig Topspeed. Und die ist schwer zu fahren, laut Spiel. Gut, das ist ein... verrückt. Okay, das Ding sollst du halt tendenziell nicht fahren, ne? Aber
Ich glaube, niemand hat was gegen den M1. Also Hotlap, 3 Runden. Und gucken wir mal, wie schnell wir abschneiden. Ey, direkt ein M1 in der ersten Folge in diesem Spiel, finde ich super. Kann mich nicht beklagen. Schwer zu fahren, der klebt am Boden. Der ist in jeder Hinsicht geil. Bumble, du kommst gerade wieder richtig. Oh Gott, ist der laut, ey. Ich sehe das gerade im Soundpegel. Die Hotlap, mit der ich die Zeit knacke. Wobei? Ah, nicht ganz. Sektor immer langsamer. Will noch. Ja, komm, egal. Ich würde gerne noch einen weiteren Versuch haben, aber. So begegnet man Wallride-Noobs hier. Hui. Okay, krass.
Timo, kannst du eigentlich mitfahren, oder? 111 Likes auf den Tweet. Nice, Alter, Leute, vielen, vielen Dank. Krass. Qualifikation beenden. Schade. Mal kurz gucken, ob Jay was drauf geantwortet hat. So, 11.000 zusätzliche Kudos bekommen. Aha, was kommt jetzt? Nordamerika. Wow, der dritte Reservefahrer hat sich vorgedrängelt. Ich als zweiter hätte eigentlich Vorrang gehabt. Und die haben einfach gesagt, der Pech gehabt oder was ist los? Wow. Der Hate is real. Okay, warte mal. Die Strecken sehen nach Topspeed-Bedarf aus. Aha. Nehmen wir doch ein Auto, was Topspeed hat. Ja, zum Beispiel wäre der Jaguar D-Type tatsächlich, glaube ich, echt ganz gut dafür. Der Miura. Ich habe 11.000 Kudos. Oh, das ist nicht gut. Da war ich zu gehypt vom M1. Vielleicht brauchst du auch mehr Topspeed bei dem Event, wo ich gefahren bin. Oder ich bin einfach zu schlecht gefahren. Kann. Ist sogar das Wahrscheinlichste. Slalom-Sprint. Oh, ja, das ist cool. Das ist nämlich einer der Modi, die ich sehr feiere. Du musst halt so schnell durch den Slalom gehen, dass du trotzdem deine Kombokette hältst. Also vor allem, wenn es auf Kudos basiert ist. Wenn du dazwischen einen Trick machst, kannst du halt die Kombokette weiterführen. Schade. Es war noch keine Strafe, okay, cool. Ehre. Geil. Ja, Timo, dann meld das bitte auch. Ach ja. Jo, sehr cool. 11 Sekunden schneller gewesen. Also ein bisschen unbalanced ist es halt schon, ne? Ich meine, im direkten Vergleich bin ich halt vorhin... Gut, das könnte natürlich jetzt am Auto gelegen haben, aber im direkten Vergleich war ich dann... nicht ganz so dran. Sie müssen vor Ende des Rennens die meisten Kudos-Sterne erzielen. Okay. Schöne Kombos. Oh Gott.
haben die 48 geschafft. Also 48 Mal muss dieser Stern einmal richtig rumkreisen. Keine Ahnung, wie man hier 48 Sterne erzielen soll. Gut, hier hilft wahrscheinlich das Motorrad. Ich vermute ganz stark, dass das Motorrad richtig gut ist. Moin, Duki! Was geht, mein Lieber? Ja, null Kudos. Schade. Damit bin ich letzter in der Gesamtwertung. Chance auf P2 ist aber noch da. P3 wird schwierig. Slalom-Sprint, okay. Joa, das kriegen wir irgendwie hin. Vegas, Baby. War die Tricktaste nicht beim Auto irgendwas? Ja, ich guck mal. Ich guck mal nach dem Rennen. Okay, doch nicht krass. Ich dachte, dass ich 15. Vorsprung habe. Hä? Okay. Boah, immerhin 15 Punkte trotzdem noch geholt. Läuft. Kommt irgendwann auch nochmal Dakar. Vielleicht. Wir haben halt... Also ich habe halt leider beim letzten Mal einen unschönen Bug gehabt und weiß halt nicht, ob der noch drin ist oder nicht. Genau, ganz kurz mal ins Menü gehen. Controller.
Gas, Bremse, Sichtänder, Namen anzeigen, Verspotten angeben. Handbremse, Drift, okay. Endo, Wheelie lenken, Musiksteuerung. Ne, eine Tricktaste gibt's auf jeden Fall nicht. Ja, muss man mal schauen, ne? Justus, bist du's, ja. Hab auch kurz überlegt. Sin City Open. Heiße Runde überholen und Straßenrennen. Okay, hier brauche ich wieder ein schnelles Auto. Ja, 3 und 4. Nehmen wir den hier. Wieder. Metrische Einheiten. Ja. Kann man das hier umstellen? Dann machen wir es. Weil mich das dezent irritiert, die Geschwindigkeitsanzeige rechts unten ist nicht metrisch. Alter, wie laut das ist, ne? Knapp an der 6 vorbei. Das Spiel ist aber auch so gemein, ey. Ich habe mir just für diesen Fall gerade überlegt, was machst du, wenn zwei Leute Gleichstand haben? Du könntest ja die Zeit nehmen, die man über die abgelaufene Zeit hinweg braucht, um das nächste Auto zu überholen. Das heißt, wir gucken halt, wie lange hätte Olivia gebraucht und wie lange hätte ich gebraucht, um das sechste Auto zu überholen. Dann hättest du sagen können, ja, der oder die Person, die am wenigsten braucht, die kriegt dann jeweils die bessere Position. Ich habe mal das Fenster gerade zugemacht. So, Straßenrennen. Jetzt gucken wir mal, wie es läuft. Oh, meinen Startbefehl von Anfang an hat er berücksichtigt. Okay, hier gibt es auf jeden Fall kein metrisches System, was man hier einstellen kann. Aber die Lautstärke, die kann ich einstellen. Weil sonst hört man mich gar nicht mehr. Machen wir minus 13,5 Dezibel. Immer noch zu laut. Ketchup. Gott, warum schreibt der alle so lange Nachrichten in den Chat? Ich fahre gerade.
Okay. Easy. Duki, noch nichts geplant. Weiß nicht. Mal gucken. Ich will erstmal Einzelrennen, also Sprintrennen, halbwegs okay hinbekommen, ehe ich darüber nachdenke. Bei iRacing kann man das viele Leute sehr hart triggern damit, wenn man mal ein bisschen problematisch fährt. Ja, Bambi, das wäre auf jeden Fall was. Ja, ich weiß halt nicht, was Dukes für Strecken und Autos hat gerade. Aber vielleicht trifft man sich ja in Barcelona oder so in Imsa. ...1,29 Sekunden Rückstand. Alles klar. Ja gut, Dukes. Ich habe halt $500 Guthaben bekommen. Ingame-Guthaben. Da habe ich gesagt, ja. Hätte gern ein bisschen mehr, sagt er. Ja, mach mehr Videos. Also ich habe nicht alles direkt bekommen. Okay, bei dir waren es 1000, aber die sind jetzt weg, okay. Ah, das Delta ist immer im Vergleich zu der Dingszeit, okay. Ich dachte immer zu meiner PB. Oh, komm schon. Der Geraden muss mein Jaguar D-Type doch das Ding abziehen. Komm schon! Yes, Baby! Ehre! Kurve viel besser jetzt angefahren als sonst. Das ist gut. Boah, Alter, der erste Sektor war super. Exit war nicht gut. Wollte einen coolen Drift machen, um damit Kudos zu bekommen, aber immerhin durch den Burnout.
Die sind gut. Sie wurden Erster. Nice. Puh. Geiles Ding, ey. Merkt. Ach, du wirst ignoriert, Duki. Ja, mir hat er halt, wie gesagt, mir hat er halt einfach nur geschrieben, ja, mach mehr Videos, sag ich. Sagt er ja. Ja, egal. Wir reden mal später drüber. Wir haben jetzt Rang 59 und können an Profimeisterschaften teilnehmen. Michelin-Testkurs. Coole Sache, ja. Und wir haben die Meisterschaft auch gewonnen, obwohl wir auf Hardcore fahren. Das ist gut. Diese gut. So, PGR-Shop betreten. Was gibt's denn hier noch zum Beispiel? 35.000 für italienische Klassiker. Bulldoggen-Rennmodus. Ja gut, Multiplayer spielen wir ja nicht. Warte mal, ist man früher wirklich so Auto gefahren? Vor Ihnen liegt die schwerste Herausforderung im PGR 4. Fahren Sie in einem Rennwagen der 1950er über den Nürburgring im Schnee, nur für Profis. Einladungsturniere verschaffen Ihnen Zugang zu exklusiven Fahrzeugen und Inhalten. Wenn Sie das Turnier jetzt nicht spielen möchten, können Sie es in der nächsten Saison nachholen. Gib ihm. Hau rein, Philipp! Die wollen, dass ich eine Runde auf der Nordschleife im Schnee fahre. Okay. Also hier leidet die Framerate doch schon drunter. Ich hab die Nordschleife wieder komplett vergessen mittlerweile. Kann ich hier voll in diesem Auto? Ja. Oh Gott, ja klar! Ach, das war der Rückwärtsgang. Ja, gut, dass ich hier eine Ganganzeige habe und weiß, wie viele Gänge das Ding hat und so weiter und so fort, ne? Ich starte nochmal neu. Okay, im Rückwärtsgang war das echt schwierig. Hui. Okay, vierter Gang. Fünften hat's nicht. Dreimal runterschalten, höchstens. Ja, bereits bei einem Downshift hast du ein Problem. Aber Pro, es rutscht weniger als Grid 2019.
Oh boy. Und es fährt sich besser als Project Cars 2. Alter. Warte mal, geht das so? Jein. So, Flugplatz. Jetzt bin ich gespannt, ob ich abhebe. Oh, ist doch ein Maserati. Wie geil im Rückspiegel die Bäume einfach komplett normal sind, oder? Oder täuscht mich das nur? Ja, auf der linken Seite sind komplett normale Bäume auch. Oh, Schwedenkreuz. Oi, boi, das geht wirklich aufs Kreuz. Oh Gott. Alter. Fuchsröhre ist kritisch. Puh, ich glaube, das war das Bundeskanzlergebiet hier. Lol, Alter, das ist... Kannst du niemandem verklickern, ey. Alter. Jetzt wird's lustig. So, jetzt kommt die Kurve mit dem offiziellen Namen Kackkurve. Niemand mag sie. PGR ist okay. War das nicht Bergwerk? Kann sein. Hau rein, Duki. Gute Nacht, mein Lieber. Alter. Bumble, wenn dir die Bäume fehlen, guck in den Rückspiegel. Oh Gott, schaffe ich das oder schaffe ich das nicht? Ich meine, es ist auf Hardcore und ich hatte ja auf Hardcore jetzt immer wieder mal Schwierigkeiten. Mutkurve. Rechts rein. Und jetzt. Oh Gott, fahre ich das Karussell innen? Ja, Mann, komm. Oh Gott. Das war schon der Rückwärtsgang. Bin ich im ersten Gang die ganze Zeit unterwegs? Oh ja. Okay, also ich muss echt sagen, die Framerate auf der Nordschleife ist echt nicht geil. Im Cockpit wirkt es noch flüssig, aber sonst wirkt es überflüssig. Vielleicht auch mit Schnee in Verbund und so. Muss man mal gucken, wie es mit anderen Autos wird.
Gott, das wird knapp. Bitte dich verrecken! Fahr! Not gonna happen. Das hat's vielleicht gekostet. Nee, hätte es auch so nicht geschafft, vermutlich. Das ist krass einfach nur. Noch ein Versuch. Puh. Ich glaube, das kann klappen. Sogar ohne Abkürzen großartig oder so, es kann klappen. Anfang Döttinger Höhe ist die Runde zu Ende. Das hätte auf jeden Fall gut geklappt, wenn ich es nicht versemmelt hätte am Ende. Sechs Minuten wäre Hardcore-Trockenwetter, okay. Mach mal eine Sache, by the way, gerade. Sound. Es wird wahrscheinlich deutlich angenehmer sein. Ja, jetzt hört ihr mich auch wenigstens. Keiner weiß, warum die Kiste da einfach so ausbrechen will, aber okay. Respektiere die Entscheidung vor diesem Auto. Mit Y schalte ich hoch, okay, ja. War jetzt wieder bei A. Apropos, wie lief das Rennen bei Ava eigentlich, das AOR-Rennen? Timon? Oder Bambi, falls ihr es gesehen habt? Ach du Schreck. Auch rein, Nice. Ja, auch alle, die jetzt schlafen gehen, gute Nacht. Dreher, aber am Ende P10, lief ganz gut. Okay, cool. Wie nett die auch diese halbe Sekunde nochmal bei 7,5 Minuten hinzugefügt haben. Ist Ava zufrieden? Wie viele Teilnehmer waren es? Was wäre es abschätzungsweise? Okay, mit leichtem Schaden trotzdem auf P10 zurückgekämpft. Okay, sehr stark. Was wäre es schätzungsweise gewesen ohne Fehler, ohne Probleme?
fröhlichen Mittwoch. Vielen Dank dir auch, Gagi. Schon. Okay, Karussell war schon mal deutlich besser. Ich habe leider keine Referenz, ob ich besser als in der letzten Runde unterwegs bin oder nicht. Muss er exakt gleich gut wie in der letzten Runde sein oder vielleicht ein Ticken besser. Und darf dann den Fehler etwas später nicht mehr machen. Es sieht halt aber echt geil aus. Also von der grafischen Qualität her vielleicht nicht mehr, aber vom Artstyle finde ich es echt schön, wenn die Sonne zum Beispiel über der Strecke steht und hier sowas zum Beispiel. Das sieht echt nice aus. Sehr idyllisch. Auch wie sich die Sonne auf der Strecke spiegelt. Sehr geil. 33 Sekunden früher am zweiten Karussell als eben. Krass. Boah. Puh. Das war krass. Second try.
Also, überholen, Tempoversuch. Was heißt das denn? Straßenrennen und Straßenrennen. Mal kurz gucken. Oh, es gibt neue Autos. Klasse D. Rocket. Guter Name. Okay, mit der BMW zu fahren ist schwer. Mücke. Mit dem BMW zu fahren ist auch schwer. Schwer, also mittel ist das. Ah, Was gibt's denn hier noch? Das Ducati, Lamborghini. Sag mal, ihr habt nicht einen M5 wirklich in dieselbe Kategorie gesteckt wie ein Lamborghini Diablo, Leute. Mal im Ernst. Was soll das? Okay, also zum Kaufen habe ich überhaupt nicht genug Geld. Warum die alte Corvette in... Also... R8 Corvette. R8 Corvette. Warum? Also, das passt jetzt wirklich nicht ganz zusammen, glaube ich. Na egal, hat man, glaube ich, bei jedem Spiel. Mit dem Ding zu fahren ist schwer anscheinend. Probieren wir es aus. Gibt's Lotus? Ich vermute ja. Bambi, das war für dich ein wichtiger Moment, ne? Das ist für alle Motorradfahrer wichtig, dass man nicht der BMW, sondern die BMW sagt. Ja, aber der Kawasaki, den ich letztens gesehen habe, nein, Spaß. Okay, 6 Fahrzeuge hat die Person auf Platz 1 überholt. Keine Sorge, eure Kopfhörer sind nicht kaputt. Das ist auf jeden Fall vom Spiel. Woher kommt der aber denn genau? Wieder falsch. So. Geh nochmal einen Klick runter. Oder zwei. Und ich mache mal die Capture-Karten ein bisschen lauter stattdessen. Naja. Knistert immer noch. Vielleicht wäre es halt vom Gesamtmastering zu laut gewesen. Ich habe noch 2 Minuten Zeit, okay. Das geht sogar noch. Man merkt, jetzt in der Profiliga werden die Rennen auch spürbar länger. Das Überholenrennen, was wir gerade eben gefahren sind, das war deutlich kürzer. Okay, 2 Autos vor mir. Die muss ich holen, dann haben wir gewonnen. Aber ist auf jeden Fall angenehmer, okay. Oh, ein Testarossa, hübsches Ding. Hey, hübsches Ding, ich versteck den Herr der Ring. Na, na, na. Dann machen wir es mal so. Dann mache ich es mal mit der Capture Card maximal laut. Hört ihr das gut? Okay, jetzt ist es zu leise.
Okay, jetzt müsste es passen. Knistern ist leider nicht besser geworden, aber... Ich habe das, was mir in meiner Macht stand, versucht. Knistert halt leiser. Ja, immerhin. Es ist so ein Feuer, so ein Dingsbumsfeuer. Wie sagt man? Lagerfeuer. Heute ist mein Deutsch auch echt... Ne? Nee, echt schlecht, ne? Ey, hier bekommst du aber auch mehr Kudos für den Sieg. Das ist geil. Das ist cool. Ja, dann kriege ich mehr Kohle. Können wir neue Autos kaufen, Alla. Bin ich super. Er guckt die Corvette auf Platz 4. Tja, wer hätte es gedacht? Corvette kann nicht mithalten mit dem CLK DTM oder mit einem Audi A8. Und es gibt 4 Rennen. Tempoversuch. Um zu gewinnen, müssen sie mit der schnellsten Zeit an dem Blitzer vorbeifahren. Zeit? Und die höchst kombinierte Geschwindigkeit erreichen. Okay, also Zeit und Geschwindigkeit ist anscheinend wichtig. Ach, 480,4 Meilen muss ich jetzt schlagen. Na gut, dann mache ich gleich mal das metrische System dann doch rein. Geht. Ich finde halt... Alter, okay, krass. Ich finde halt das Ranking-System und so, das motiviert unheimlich diese Einblendung. So beknackt auch die Menü-Sounds sind. Jetzt ist das Knistern übrigens weg, ne? So schlecht auch die Menü-Sounds zum Beispiel sind, hier finde ich es echt angenehm. Wie rechts das zum Beispiel einploppt und sagt, ey, sieht gut aus oder sieht nicht gut aus. Gut, in dem Fall, 0,5 Meilen, eine halbe Meile, Na, Auto am Anfang der Dingens nicht streifen da. Gut, hätte, wäre, wenn, kannst du viele sagen. Audi A8, 480 Meilen gefahren. Was macht der Typ denn? Krass. Okay, hier war die Corvette besser. Nächste Etappe. Ach, jetzt haben wir Rennen, ne? Kurven und Geraden. Strecke heißt wirklich so. Okay. Fast die Mücke erwischt. Okay, da ist das Knistern ungemütlicher. Ich dachte, ihr habt alle eine gute Topspeed. Was ist mit euch los? Lol, den Cayman gibt's ja auch. Seit wann gibt's die Cayman-Reihe denn? Warte mal, wie fühle ich denn plötzlich hier? Was ist hier los? Warum liegt hier Stroh rum?
What? Wo kommt dieser Streckenabschnitt auf einmal her? Bin ich hier in der letzten Runde auch vorbeigefahren? Ja, auf der linken Seite aber. Da ist mir das gar nicht aufgefallen. Die ersten Caymans gab es um 2002. Echt? So lang schon her? Krass. Ich hätte geschätzt, dass die Markteinführung von denen so rund um die 2010er Jahre war. Das zeigt mal wieder, wie einen das Zeitgefühl komplett austricksen kann. ...2005, okay. Trotzdem viel früher, als ich dachte. Gut, aber dann ergibt es Sinn, dass der in Project Gotham Racing ist. Das Spiel dürfte 2008 erschienen sein. Ja, das mit dem Sound, muss ich aber schon sagen, ist lästig. Vor allem, wenn du einige Autos hast, die eben so einen brummigen Sound haben. Ist eigentlich nicht so in Ordnung, ne? Geile Fahrphysik und geiles Spiel hin oder her. Wobei ich da halt echt sagen muss, das Spiel ist halt richtig geil. Das steuert sich so fluffig und wenn das Auto quer geht, dann kontrollierst du es halt einfach. Selbst wenn eine Mücke da ist. Guckst du trotzdem kurz mal weg und hast das Auto trotzdem auf der Strecke gehalten. 2002 war ein Boxster, oder? Boxster. Ich glaube, Boxster ist aber eine deutlich ältere Reihe dann. Boxster dürften irgendwann Mitte der oder späte 90er Jahre eingeführt worden sein. Ein fünfter Teil würde weggehen wie warme Semmeln. Wenn man das in dem Stil machen würde, wäre das auf jeden Fall ein richtig geiles Arcade-Rennspiel. Ja, die Frage, ob es dafür noch einen Markt gibt, weil keine Ahnung. Die Arcade-Spiele, die es gibt, die verkaufen sich ja auch überhaupt nicht. Ich meine, okay, du hast natürlich ein unfassbar erfolgreiches Forza Horizon 4, aber das verzerrt so krass durch viele Faktoren. Aber erstmal gucken wir, was gibt's abseits von Forza Horizon 4. Du kannst weder bei The Crew wirklich Pro-Argumente finden, dass jemand, dass ein Publisher sagt, hey, lass uns ein Arcade-Rennspiel machen. Noch bei Need for Speed kannst du da irgendwie Pro-Argumente finden. Bei GTA steckt es ja jetzt quasi drin, was früher Midnight Club war. Und damit scheffeln die einen Haufen Kohle. Warum sollten die nochmal einen Midnight Club machen? Klar, die können nochmal 60 Euro pro Spiel versuchen zu verdienen, aber wie viele Leute würde das erreichen? Stattdessen verkaufst du lieber an GTA-Leute Lootboxen. Und machst damit vielleicht nicht 60 Euro pro Person, aber über die Gesamtspielerzahl gesehen vielleicht mehr noch. Plus, du hast keine Entwicklungskosten. Wenn man, zumindest wenn man die Entwicklungskosten mit hineinbezieht, ist es relativ günstig. Und guckt man nochmal auf die Zahlen von Forza Horizon 4, die zwar sehr stark sind, aber das Ding ist halt, Forza Horizon 4 hat zwar viele Spieler, aber wie viele davon haben sich via Xbox Game Pass geholt? Für 1 Euro im Monat oder so. Wie viele dieser Spieler sind reguläre Game Pass-Kunden? Würde ich auch nicht unbedingt sagen, ja, das sind verkaufte Einheiten oder so. Ich meine, klar ist ein gewisses... Es ist halt schwierig, das in so einem Abo-Modell zuzuordnen. Aber ich zum Beispiel habe mir auch das angeschaut mit dem Xbox Game Pass Ultimate. Für 1 Euro. Und hab mir gedacht, hey, das Ding könnte ich mir mal sichern für 1 Euro. Werde ich auch mal machen, glaube ich, bei Zeiten. Aber abseits davon, ob sich das so viel verkauft oder ob es einfach nur viel gespielt wird, das ist schon ein Unterschied. Und klar, für Microsoft gibt es im Moment die große Relevanz, dass man halt sagt, hey, wir probieren möglichst viele Leute in unsere Abo-Modelle zu kriegen. Das ist bei, glaube ich, jedem Publisher im Moment so. Aber trotzdem, wenn man jetzt mal vom Spielgenre
ausgeht und nicht von, willst du eher als Publisher Spiele verkaufen oder Abo-Modelle vertreiben? Das ist nochmal eine andere Frage. Wenn du halt vom Spiele-Genre ausgehst, gibt's halt echt nicht viele Arcade-Spiele, die zeigen, hey, das rentiert sich, mach das mal. Und jetzt Grid. Sorry, da kräht halt auch kein Hahn mehr nach. Also, das war die erste Woche ein bisschen im Gespräch unter den Leuten, die halt Rennspiele spielen. Seitdem höre ich da nichts von. Ich glaube, die Online-Server, die waren eh von Anfang bis Ende leer. Ja, erfolgreich Forza wäre, wenn es auch für PS4 da wäre. Das wäre auf jeden Fall ein dicker Erfolg. Das würde richtig, richtig erfolgreich sein. Können die drei vor mir mal kurz warten? Hab das Gefühl, das schnellste Auto im Feld hat eine schlechte Startposition gehabt und kommt deswegen nicht ganz ran. So, nochmal rantasten. Ja, Premium passt gleich. Ich meine ja nur, selbst Forza Horizon reißt halt keine Bäume aus dem Wald. Aber du hast recht, ja, das hat halt viele Games as a Service Aspekte, die das Spiel jetzt nicht hat. Es ist halt super schade, dass Spieleentwicklung so was Kostenspieliges ist, weil ich würde nichts lieber haben, als mich selbst mal in sowas auszutesten und zu gucken, schaffe ich es, ein Arcade-Rennspiel zu entwickeln, was von mir aus sich ein bisschen an die heutigen Finanzierungsmethoden und so anbietet, aber sich selbst irgendwo treu bleibt. So. Ich meine, klar, du musst vielleicht irgendwo sagen, es ist ein As-a-Service-Spiel. Du musst vielleicht irgendwo Designs und Lackierungen verkaufen. Aber schaffst du es trotzdem, so ein Spiel zu etablieren? Ich meine, wie gesagt, Forza Horizon 4, mag man sich drum streiten, ob das letztlich profitabel ist oder nicht. Was für Einnahmen du ihm direkt zurechnen kannst. Ich glaube, da wird es schwierig, dass man sagt, dass es sich refinanziert. Was die Abo-Modelle und so weiter und so fort angeht, können es sich auf jeden Fall refinanziert haben. Auf jeden Fall. Bin ich mir sogar sicher, dass es so sein dürfte. Aber abseits von sowas, was halt Microsoft dann stemmt und zur Not halt einfach mehr Geld reinbuttert, als vielleicht rauskäme am Ende, schaffst du es, ein selbstständiges Arcade-Rennspiel zu entwickeln, was sich gut trägt? Und ich hätte auf jeden Fall einige Ideen, wie man das auf jeden Fall perfekt umsetzen könnte. Zumindest in mancher Hinsicht. Bei manchen Sachen, sowas wie Finanzierungsmodell und so, ganz ehrlich, da kenne ich mich so gut wie gar nicht aus. War auch bei Twitch so ehrlich und habe gesagt, ey Leute, bei dem Wechsel, wo einige mir das vorgeworfen haben, ob ich jetzt mit Twitch mehr oder weniger verdiene, I have no clue. So, das ist nicht das, was ich als Ansatz nehme am Anfang. Und das ist auch nicht das, wo ich Experte bin. Aber ich glaube, ein spaßiges Arcade-Spiel vom Gameplay her und so, da wüsste ich schon Bescheid. Nehmen wir die Fahrphysik, weißt du? Ich muss beim Quergehen, hier nicht quergegangen, wenn er quer geht, ganz leicht gegenlenken, um zu korrigieren. Geile Arcade-Fahrphysik. Die ist über 10 Jahre alt. Fühlt sich geil an als alles, abgesehen von Forza Horizon 4, was ich bis jetzt gespielt habe von den neueren Titeln. Underground 2 Remastered würde gut weggehen, ja. Das wäre auch so mein Spiel, auf das ich meine Grundlage basieren lassen würde. Ich glaube, wenn du so ein Rennspiel machst, weißt du, du machst es von mir aus ein bisschen mit Online-Anbindung, dass du jetzt mit Freunden das Spiel spielen kannst oder so. Wie gesagt, wie sich das finanziert, keine Ahnung. Aber was die Idee wäre, bau mal eine kleine, kompakte Stadt, die durchdacht ist. Das ist Punkt 1. Niemand braucht
eine Need for Speed Payback Welt, die zwar so groß ist wie keine andere, aber ich wüsste auch warum. Ja? Wüste pur das Ding. Kargland. Braucht keiner. Bau so eine durchdachte Stadt wie in Burnout Paradise vielleicht. Und mach vielleicht so Weekly Quests. Irgendwelche Sachen entdecken. Irgendwas verstecken in der Welt. Irgendwie sowas. Was die Spielwelt halt in den Vordergrund stellt. Binde die Spielwelt storymäßig ein. Ich meine, Fortnite wird so belächelt. Fortnite macht das. Hat Fortnite das nicht irgendwie gehabt, dass irgendwann mitten in der Spielwelt ein Meteorit eingeschlagen ist? Und dann haben sie gesagt, ja, die Spielwelt hat sich jetzt halt verändert. Probier mit der Spielwelt so klarzukommen, wie sie jetzt ist. Spiel ist neu. Ja, cool. Geil, weißt du? Das sind so Sachen, das kannst du halt einbauen. Bau Abkürzungen ein, bau Werbetafeln ein, so wie das bei Burnout halt auch gemacht wurde. Aber es ist ja nicht nur Burnout. Bau interessante Gebiete rein irgendwie, ja? Und die auch optisch ansprechend sind. Das Casino-Viertel von Payback, obwohl das in Fortune Bay spielt, also das hieß ja, das hat ja quasi Casino im Namen oder Glücksspiel. Das war weniger pompös als das von Underground 2. Nee. Plus Fahrphysik ist halt wieder so ein Punkt, ja. Dann bring alle paar Wochen vielleicht irgendeine kleine Map-Erweiterung, wo du sagst, ey, wir haben ein bisschen was an der Map noch verändert. Wir haben ein bisschen, weißt du, das machst du dann alle 2-3 Monate oder so, dass du eine kleine Map-Erweiterung hast. Kannst du stemmen, glaube ich. Bau neue Autos ein. Bau neue Strecken ein. Das ginge. Ich glaube, da geht viel. Da geht richtig viel. Aber bei vielen Sachen ist es halt verständlicherweise so auch, dass die Publisher halt einfach sehr vorsichtig sind mit dem Geld, was sie ausgeben. Weil einerseits sagt man, mach das doch mal. Andererseits, wir haben es gerade ja schon bei Project Gotham Racing 5 gehabt, es wäre zwar richtig geil, das Spiel, ob es sich verkaufen würde, ich würde nicht die Hand dafür ins Feuer legen. Und das ist halt das große Problem. Du kannst halt schlecht dem Publisher sagen, warum machst du das denn nicht? Ihr seid doch so geldgeil, hört man dann ja oft für einen Publisher. Das Ding ist, so ein Publisher hat ja super viele Mitarbeiter. Wenn die ein Produkt machen, wo die 50 Millionen in den Sand setzen oder so, dann ist es schwierig. Dann werden Leute entlassen und das will ja niemand, oder? Das ist halt das Problem. Aber im Endeffekt, ich würde mich halt gerne mal austesten. Ich fände es geil, wenn man das mal so macht und mal guckt, wie kommt man da voran. Was könnte man alles machen, was könnte man davon realisieren, was nicht, und würde das halt im Endeffekt so funktionieren, wie ich es mir jetzt vorstelle, weil ich habe eine relativ simple Vorstellung davon, logischerweise, weil ich nicht mittendrin stecke. Jemand, der nicht in der Haut eines Streamers steckt, hat auch eine simple Vorstellung davon, wie es bei einem Streamer zugeht. Klar. Am Ende des Tages muss man halt gucken, ne? Irgendwann. EA. Wenn ihr wollt, dass ich Need for Speed rette, sagt Bescheid. Ich würde es versuchen. Also ich glaube, schlimmer als Payback und Need for Speed 2015 wird es nicht werden. Oder Rivals. Oder das zweite Most Wanted. Oder The Run. Oder was auch immer. Vielen Dank, Insane. Haut einen Prime-Sub raus. Merci, mein Lieber. Vielen Dank. Heutzutage kaufst du ein Spiel zum Vollpreis und ist leider oftmals dann jahrelang im Early Access. Ja gut, da ist halt die Frage, wie definierst du den Early Access-Zustand und wie definierst du dann den Vollpreis-Zustand? Wie gesagt, wenn ich jetzt das so machen würde, dass ich ein Arcade-Rennspiel raushau, sagen wir mit exakt derselben Map wie Underground 2, mit Online-Anbindung, und ich würde sagen, ey, ich gebe dir alle 3-4 Monate neue Map-Erweiterung. Würdest du das dann als unfertiges Spiel im Early Access empfinden oder würdest du sagen, ey, cool, Spiel ist erweitert, obwohl es eigentlich schon fertig rausgekommen ist. Das ist halt immer so ein bisschen schwierig da. Aber du hast recht, viele Spiele kommen halt relativ unfertig raus. Das siehst du daran, dass in Grid bei der Release-Version einfach aus der Außenkamera der Boden buggt, der glitscht rum, das Auto spiegelt sich da mehrfach wieder. Du denkst dir, wie kann sowas passieren? Hat das niemand getestet? Seid ihr nicht aus der Außenansicht in Brands Hatch gefahren?
Es ist halt, glaube ich, in mancherlei Hinsicht ein bisschen schwierig. Ich glaube, da habe ich halt auch mal mit ein, zwei Leuten drüber gequatscht und ich glaube, das ist halt, also es wurde mir genauso bestätigt, wie ich das halt gesagt habe. Und das sind auch nicht meine Worte, nämlich hat die Person, die halt mittendrin steckt in so dieser ganzen Branche und die selbst halt in Sachen Publishing und Entwicklung mit drin steckt, die hat gesagt, du hast recht, die Branche wächst sich kaputt. Und das sieht man halt in vielen Bereichen. Ja, also klar, wenn man jetzt von 2008 dieses Spiel sieht und Forza Horizon 4 jetzt zum Beispiel heute hat, da haben sich viele Sachen weiterentwickelt. Und Weiterentwicklung ist ja auch überhaupt nicht schlimm, das ist ja super. Aber in mancher Hinsicht denke ich mir immer, weißt du, da explodieren Entwicklungskosten, da explodieren so viele Sachen, was diese gesamte Finanzierung angeht. Aber als Qualitätsmerkmal bleibt es irgendwie nicht erhalten, weißt du? Und genauso gibt es ja auch die ersten Leute, die das jetzt irgendwie so ein bisschen negativ prognostizieren zu Halo zum Beispiel. Die sagen, hey, Halo 6 wäre es dann, glaube ich, hat dann zwar vielleicht ein Budget von, ich glaube, 500 Millionen Dollar sogar, inklusive Marketingbudget dürfte es wahrscheinlich sein, was von Red Dead Redemption zum Beispiel das Entwicklungsbudget noch übersteigt. Aber du wirst es nicht merken. Oder also es kann sich nicht so abheben. Und ich denke mir auch so, ja, weißt du, da mach ein Halo, mach's nicht wie das gigantischste Projekt aller Zeiten und butter halt 100 Millionen rein. Vielleicht ein paar kreativere Freiheiten oder so. Gut, Story und Autoren werden in Videospielen eh super vernachlässigt. Das steht eh in keinster Relation zu dem, was so die restlichen Ausgaben angeht, für Grafik, für Sound, für Effekte und sonst was. Aber im Endeffekt finde ich es halt irgendwie, weiß ich nicht, schwierig. Ich glaube, das ist halt der Punkt, auf den ich auch hinaus will mit diesem ganzen Thema, wie das jetzt mit der Budgetierung ausschaut. Ich glaube, wenn du halt einfach... Ich glaube, wenn du, selbst wenn du nur ungefähr die Hälfte des Budgets hättest von dem, was manch ein Rennspielentwickler hat, könntest du trotzdem ein letztlich runderes Produkt abliefern. Du musst halt einfach nur gucken, wie du deine Ressourcen managst. Du musst natürlich grafisch weit entfernt sein von dem, wo Underground 2 zum Beispiel damals stand. Aber zum Beispiel bei der Fahrphysik, ey. Da werden wahrscheinlich auch Millionen Gelder geflossen sein, damit man so eine Fahrphysik entwickelt. Nimm doch das Alte, ey. Das hat doch sich gut angefühlt. War doch geil. Ah. Gut. Also ich moderiere mal hier PGR4 ab, weil das hat damit dann nichts mehr zu tun. 2 Stunden ist da die Aufnahme fast. Schön, dass ihr dabei wart bei PGR4 auf YouTube nachträglich. Haut gerne ein Abo raus, haut gerne Daumen nach oben raus. Sagt gerne, wenn ihr das Game häufiger sehen wollt. Ansonsten sehr gerne auch auf Twitch auschecken für Livestreams. Ciao!